Schönen guten Tag, liebe Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge RW-Pod zusammen mit Stefan. Hallo. Markus. Hallo. Und Dimi. Hallo. Dies ist unsere 7. Folge. Und diese Folge wird das Thema haben Religionstopologie, zu dem Markus und Stefan was erzählen werden. Aber Markus Hauptreferent sein wird. Ja, genau. Also Markus ist schon der Experte heute und ich werde da irgendwie nur einige, das wird sich zeigen, einige historische Details dem hinzufügen. Und du wirst Kontra geben. Nee, glaube ich nicht. Ja, wenn wir Kontra finden, wäre es ja schön. Genau. Ja. Es ist ja auch streitbar. Naja, werden wir mal sehen. Prima. Und ja, viel Spaß beim Zuhören. Ja, genau. Also wir haben ja hinterher noch ein kleines Thema dabei, indem wir uns auf die DVRW-Tagung noch kaprizieren wollen. Wir mal sehen, wie wir dazu noch kommen. Erstmal. Also, ja. So generell irgendwie sollten wir vielleicht auch nochmal sagen, dass wir jetzt ab der 7. Folge den Podcast immer aufteilen wollen, dass wir quasi ein großes oder ein kleines Thema haben und damit auch die Abwechslung innerhalb der jeweiligen Sendung ein bisschen größer oder ein bisschen, ja, doch einfach größer herausarbeiten. Und das wird sich in den nächsten Folgen noch weiter irgendwie herausschälen, dass wir also tatsächlich zwei auch divergierende Themen irgendwie entsprechend behandeln. Genau, also man könnte, haben wir das so vereinbart, ist schon ein mehr oder weniger starres Format, ja, was wir jetzt erstmal anwenden, um eine gewisse Übersichtlichkeit zu schaffen, was auch für uns dann eine Hilfe ist, so dass es für euch als Hörer auch einfacher wird, einer Folge zu folgen, weil sie eben dann übersichtlicher gestaltet ist. Und man kann auch schon auf der Webseite dann halt sehen, worum es geht und so. Die grundlegende Aufteilung wird wahrscheinlich sein, dass wir immer ein etwas größeres Thema zunächst behandeln und dann ein etwas kleineres Thema zum Abschluss noch erwähnen. Ja, und nach wie vor können wir auch nochmal hinterher ansagen, falls ihr Themenvorschläge habt oder mitmachen wollt, meldet euch. Ne? Genau. Auch überhaupt Rückmeldung wäre natürlich ganz gut. Gut, dann soll ich mal anfangen. Jo. Genau. Also das, was ich jetzt hier in den nächsten rund 20 Minuten referieren möchte, basiert auf einem Vortrag, den ich beim Symposium in Marburg dieses Jahr, dazu habt ihr ja sicherlich auch schon eine Folge gehört, wenn nicht, könnt ihr die noch nachhören, den habe ich dort gehalten, diesen Vortrag, mit der Überschrift, wo beten Sie denn? Ihr könnt euch dazu dann ein Bild von Loriot vorstellen. Das war mein Eingangswitz für diesen Vortrag. Grundsätzlich geht es, wie Dimi schon sagte, um Religionstopologie. Und ich möchte das so gestalten, dass es eine gewisse Einführung in dieses Thema gibt. Und euch Hörern und auch euch beiden versuche nahezubringen, mittels welcher Methoden man den Raum untersuchen kann. Religionstopologie kann ich gleich schon mal problematisieren, diesen Ausdruck. Also die Topologie unterscheidet sich in einer Nuance von der Topographie. Ja, die Wortbedeutungen sind da unterschiedlich. Topos, der Raum, ist das, womit wir uns beschäftigen wollen, und wir machen das eben mittels der Logie. Also wir wollen uns darüber dann unterhalten und eine Wissenschaft daraus machen, sozusagen. Wir wollen die Räume nicht nur wie in der Topographie aufzeichnen und wiedergeben und beschreiben, sondern wir wollen uns auch darüber Gedanken machen, was es eigentlich bedeutet, dieser Raum, und was es für Räume geben kann. In einem weiteren Sinne möchte ich mit diesem Thema auch darauf aufmerksam machen, inwieweit die Religionswissenschaftler von der Expertise beispielsweise der Expertise der Geografen profitieren können. Vielleicht erinnern sich auch einige Leute aus dem ersten Semester oder so an solche Einführungen in die Religionswissenschaft, wo dann gesagt wurde, ja, Religionswissenschaft besteht aus Doppelpunkt. Und dann kommt Religionsphilosophie, Religionspsychologie und Religionsgeographie. Und diese Geographie, die würde mir jetzt auch gut helfen bei meinem Thema. Und ich will jetzt erstmal gleich einige Eingangsfragen stellen,
damit ihr euch vorstellen könnt, worum es eben geht. Diese Fragen, die sich mir stellen innerhalb dieses Themas, sind zum Beispiel, was ist eigentlich der Raum eines Tempels? Wo fängt dieser Raum an? Wo hört er auf? Kann ich diesen Raum betreten? Oder, ja, da kann man ja viel zu diskutieren. Dann habe ich mich gefragt, wo konstituiert sich eigentlich ein Forum der europäischen Salafia-Bewegung, also einer fundamentalistischen Islam-Bewegung? Wo haben die ein Forum? Wo tauschen die sich aus? Gibt es einen Ort, wo sie hingehen? Oder ist das vielmehr ein kommunikativer Ort, wie beispielsweise das Internet? Und wo beten Menschen eigentlich? Da kommen wir dann nämlich auch zum dritten Punkt. Und an diese drei Fragen kann ich jetzt auch gleich eine Unterscheidung des Raumes ansetzen. Und zwar möchte ich den Begriff Raum unterscheiden in einen physischen Raum, in einen sozialen Raum und in einen mentalen Raum. Physischer Raum wäre jetzt also, ich gehe in das Zimmer rein, mache die Tür zu und bin in dem Raum. Der Raum wird begrenzt von der Abmessung meines Hauses oder so etwas. Ein sozialer Raum wäre so etwas wie eine Gruppe von Menschen, die sich zusammengefunden hat. Und innerhalb dieses sozialen Raumes können sie sich unterhalten, sich ausleben, irgendetwas austauschen. Dieser soziale Raum kann aber zum Teil auch aufgebrochen werden, indem neue Menschen da hinzukommen oder so etwas. Und mentale Räume gibt es. Das meinte ich jetzt eben, wenn ich frage, wo beten Menschen eigentlich? Denn wenn man sich jetzt mit der Tätigkeit des Betens beschäftigt, zumindest sagen wir mal so die Kinder in Deutschland, die christlich erzogen werden und die abends im Bett noch ein Gebet sprechen, was ist das dann eigentlich für ein Raum, in dem sie zu dem Zeitpunkt des Gebets sind? Ist das dann vielleicht ein mentaler Raum, in dem sie sich befinden? Das müsste man untersuchen. Mittels der Methoden der Religionstopologie kann man das machen. Angelehnt an ein Buch von Professorin Kim Knott, geschrieben K-N-O-T-T, Knott geschrieben, aus England, möchte ich da einige Methoden vorstellen, also die ganzen Literaturhinweise werde ich hinterher noch im Internet veröffentlichen, sodass ihr das auch nochmal nachlesen könnt, die grundsätzlich eine Unterscheidung auch dabei vornimmt, ob Räume untersucht werden können. Also ich nehme jetzt irgendeinen Raum, vielleicht auch einen Mentalraum und gucke mir den mal an und versuche mit verschiedenen Fragestellungen an diesen Gegenstand heranzugehen. Oder aber, was sie nämlich auch macht, das ist dann sozusagen ein Wortspiel, sie verortet beziehungsweise versucht nachzuvollziehen, wohin sich etwas verortet. Das wäre auch ganz interessant in Deutschland, wenn man beispielsweise neue religiöse Bewegungen betrachtet, die sich irgendwohin verortet haben oder vielleicht auch durch einen gesellschaftlichen Diskurs verortet wurden. Das wäre jetzt, da können wir diskutieren zu der Salafia-Bewegung, aber vielleicht auch, überhaupt Islam bietet sich da, glaube ich, ganz gut an, weil es, soweit ich weiß, ziemlich viele Moscheen gibt, die in so Industriegebieten sind. Das heißt, sie haben keine Möglichkeit bekommen, irgendwo in der Innenstadt eine große Moschee zu bauen, sondern wurden verortet irgendwo anders hin. Und das kann man natürlich auch beschreiben in seinen Untersuchungen. Ich will jetzt aber nochmal kurz darauf eingehen, was es überhaupt für Gegenstände der Untersuchung gibt. Da habe ich mir jetzt noch was aufgeschrieben, sodass man das gut unterscheiden kann. Und dann will ich direkt auf die Methoden eingehen, wie wir bestimmte Dinge dann auch betrachten können. Ich habe das in meinem Abstract für diesen Artikel damals so beschrieben, dass man sich gewisse Brillen aufsetzt für den Raum. Und diese Brille nehme ich dann, setze ich auf und gucke mir dann den Raum, den ich untersuchen will, mit dieser bestimmten Brille an. Also Gegenstände dieser Untersuchung, der räumlichen Untersuchung, können sein das Pilgern oder die Bewegung von Menschen, Diaspora oder Migration von Menschen, aber auch Körper, ganz interessante Sache, wie werden Körper verändert, wie werden Körper geschmückt oder gekleidet innerhalb von religiösen Ritualen, wie kann ich das beschreiben?
Tod und Sterben, wie beispielsweise Friedhöfe, Begräbnisse oder irgendwelche Beerdigungsbegräbniszeremonien lassen sich dadurch gut beschreiben. Aber auch, und das ist eine ganz wichtige Sache, Religionen im säkularen Kontext. Überhaupt würde ich sagen, dass diese Methoden, die ich jetzt gleich referiere, müssen wir mal langsam zu kommen, dass sie nicht nur für religiöse Themen gültig sind, sondern natürlich lassen sich damit auch säkulare Phänomene beschreiben. Die Frage ist nur, also erstmal sind wir Religionswissenschaftler, also müssen wir sowieso irgendwie auf Religion aus sein, aber das Feld der Untersuchung ist sozusagen aufgespannt zwischen den Punkten religiös und säkular. Die Kim Knott aus England macht noch eine weitere Unterscheidung auf, so dass sie das Feld sozusagen in drei Punkten ausspannt. Sie nennt noch etwas, das nennt sich postsäkular. Damit meint sie beispielsweise religiöse Diskurse in der Politik, die aber stellvertretermäßig geführt werden. Also es gibt keine religiösen Akteure innerhalb dieses Diskurses und innerhalb der Diskussion, sondern religiöse Überzeugungen werden verhandelt. Beispielsweise persönliche Freiheit oder kirchliche Feiertage oder so etwas. Das ist ja nicht genuin säkular. Kommen wir mal zu den Methoden. Also ich habe mir jetzt 5 Methoden rausgewählt, die das Ganze erstmal etwas eingrenzen. Und zwar erstens den Körper, also Blick auf den Körper als Methode der Raumanalyse. Dann nenne ich noch die Dimensionen des Raumes, die Beschaffenheit des Raumes, die Aspekte des Raumes und die Dynamik des Raumes. Ich komme gleich darauf, was ich damit meine. Körper. Wir können den Körper, das hat auch einen ziemlich langen philosophischen Rattenschwanz, auch als Ressource des Raumes verstehen. Einige ältere Philosophen schon im 19. Jahrhundert haben Raumuntersuchungen vorgenommen oder gewissermaßen eine Philosophie des Raumes entworfen, in der sie sagen, dass der Körper des Menschen eigentlich erst den Raum definiert. Der Körper des Menschen ermöglicht ihm, dreidimensional zu denken, wahrzunehmen, weil er sich auch so bewegt. Räume werden also durch den Körper manifest und wir erfahren, der Raum ist groß oder so. Das können ganz banale Aussagen sein. Man kann mittels dieser Brille, ich setze mir jetzt also die Körperbrille auf, könnte ich also gucken, wie bewegt sich ein Körper innerhalb eines Rituals. Und um jetzt wieder beim praktischen und einfachen Islam zu bleiben, ich könnte also nun untersuchen, ich stelle mich erstmal ganz dumm und weiß nicht, was sie da machen. Und dann sehe ich, dass ein einzelner Mensch kniet sich auf den Boden hin und verbeugt sich und berührt sogar mit der Stirn den Boden. Das ist meine Brille, die ich jetzt aufhabe. Ich untersuche den Körper. Das kann ich beschreiben. Man kann dann natürlich noch mehr beschreiben, aber dabei will ich es jetzt erstmal belassen. Die zweite Brille, die ich mir aufsetzen möchte, die hatte ich schon erwähnt, das sind diese sogenannten Dimensionen des Raumes. Also ich kann erstmal feststellen, wenn ich jetzt diesen sich verbeugenden Menschen auf einem Teppich in einer Moschee sehe, aber ich weiß erstmal noch nicht, was das ist, dann müsste ich jetzt gucken, ist das ein physischer Raum? Offenbar, der Körper bewegt sich in diesem Raum. Ist das ein sozialer Raum? Offenbar auch. Ich könnte das also unterscheiden und sagen, ja, offenbar macht das der Mensch nur, weil er gerade mit anderen Menschen zusammen in einem bestimmten Gebäude ist, wo es möglich ist, sich auf diese Art und Weise zu verbeugen. Und dann müsste ich, das kann man wahrscheinlich nur mit Interviews machen, auch noch den mentalen Raum erforschen. Das meine ich mit Dimensionen des Raums. Also ist der Raum physisch, mental oder sozial? Die dritte Brille, die ich mir aufsetzen möchte, ist die sogenannte Beschaffenheit des Raumes. Ich habe da jetzt etwas kläglich versucht, Begriffe zu finden. Die müsste man auch noch länger erläutern. Ich nenne es jetzt erstmal Beschaffenheit. Die Beschaffenheit eines Raumes kann sein, die Anordnung in sich und nebeneinander und durch und sowas. Also wie sind Räume angeordnet? Wie ist der Raum als solches angeordnet? Ist der nach oben? Oder so, und was bedeutet überhaupt nach oben? Dann gibt es eine Ausdehnung des Raumes. Und zwar, jetzt kommt das Spannende,
gibt es vielleicht auch eine zeitliche Ausdehnung des Raumes. Das heißt, ich betrachte einen Raum und wenn ich mich damit befasse, merke ich, aha, der dehnt sich auch zeitlich irgendwie aus. Erstmal, wenn ich da drin stehe, dauert das auch eine gewisse Zeit. Aber ich versuche jetzt nochmal Beispiele zu bringen, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Wenn ich vor der Klagemauer stehe in Jerusalem, dann hat die eine zeitliche Ausdehnung in die Vergangenheit, weil ich weiß, dass diese Mauer schon lange dort steht, ungefähr 2000 Jahre. Oder vielleicht ja, müsste so um den Dreh sein. Ne? Das heißt, dieser Ort, den ich untersuchen möchte, hat eine zeitliche Ausdehnung. Diese zeitliche Ausdehnung hat aber eine Bedeutung für die Leute, die dort sind und unter Umständen auch für mich, der ich diese Klagemauer untersuchen möchte. Eine weitere Beschaffenheit des Raumes ist die Simultaneität. Was für Dinge finden eventuell simultan statt? Entweder an einem Ort, der ganz genauso ist oder sehr ähnlich ist an irgendwo anders auf der Welt. Sagen wir mal wieder, kommen wir wieder zu der Moschee zurück. Es gibt sehr viele Moscheen auf der Welt. Da sind unheimlich viele gläubige Muslime, die sich im Moment, verbeugt sich gerade jemand, ne, irgendwo auf der Welt. Und da brauche ich jetzt nicht nur den Körper untersuchen, sondern ich könnte mir einfach bei meiner Analyse des Raumes klar machen, aha, das ist kein Einzelfenomen, was ich gerade betrachte, sondern es findet überall statt. Und wenn ich das jetzt auf diese zeitliche Ausdehnung des Raumes wieder beziehen möchte, es hat auch schon überall stattgefunden. Das klingt jetzt ein bisschen blöd. Man könnte auch sagen, okay, das ist einfach eine große Tradition und hat eine lange Geschichte. Das wissen sicherlich auch alle. Aber wir wollen ja wirklich nur den Raum in den Blick nehmen. Ein ganz großes Fass innerhalb der Beschaffenheit des Raumes stellt für mich dann auch noch der Aspekt der Macht dar. Also wer hat Macht über diesen Raum? Wer kann darüber verfügen? Wer darf rein? Wer darf nicht rein? Bei meiner Reise nach Marokko, die ich dieses Jahr unternommen habe, durfte ich in manche Moscheen nicht rein. Weil da gesagt wurde, Touristen dürfen nicht rein, es sei denn, sie sind Muslime und wollen tatsächlich beten. Das hat mich erstmal gewundert, weil ich das aus anderen muslimischen Ländern nicht so kannte. Ich habe es dann natürlich respektiert und auch akzeptiert irgendwie. Aber da habe ich dann sozusagen, da habe ich mir dann die Brille der Beschaffenheit des Raumes aufgesetzt und dachte, aha, Macht bedeutet in diesem Fall also, okay, ich kann da nicht rein. Ich kann den Raum also überhaupt gar nicht erfahren. Ich kann ihn nur von außen betrachten. Und auch dann kann ich natürlich all diese anderen Dinge wieder feststellen. Dann gibt es möglich, also die vierte Brille, die ich erwähnen möchte, sind die Aspekte des Raumes. Das ist nun etwas komplizierter, weil bei diesen Aspekten des Raumes da schließt sich das an eine Raumkonzeption von des französischen Philosophen Henri Lefebvre an. Das will ich jetzt etwas kurz abkürzen. Und zwar hat er drei Aspekte des Raumes fest, also sozusagen postuliert. Und zwar gibt es einen wahrgenommenen Raum, den die Menschen wahrnehmen können. Also grundsätzlich bewegen wir uns jetzt bei diesen Aspekten des Raumes eher im sozialen Raum, sozusagen. Ich gebe gleich noch Beispiele. Ein wahrgenommener Raum, den gibt es. Dann gibt es einen erdachten Raum. Und es gibt einen gelebten Raum. Heißt, dieser wahrgenommene Raum ist eigentlich räumliche Praxis. Ich gehe irgendwo in einen Raum rein und meine Reaktion oder mein Habitus, den ich innerhalb dieses Raumes vollziehe, ist offenbar, geht daraus hervor, was ich dort wahrnehme. Das hat auch mit kultureller Erfahrung und kulturellem Lernen zu tun. Ich gehe also, jetzt als Beispiel, ich gehe in eine Moschee und ziehe mir die Schuhe aus, weil ich das so gelernt habe. Das ist also diese Wahrnehmung. Ich sehe, aha, ich betrete diesen Raum und weil jetzt alle anderen das auch machen, also insofern wieder sozialer Raum, ziehe ich die Schuhe aus. Der erdachte Raum wiederum wäre, wenn ich die Moschee bauen möchte. Das ist der andere Aspekt des Raumes. Also Schöpfen und Konstruieren von Räumen. Und das ist auch eine sehr politische Angelegenheit, in dem beispielsweise große Despoten immer irgendwie eine bestimmte Architektur hervorgebracht haben, indem sie versucht haben,
Räume so zu konstruieren, dass die Leute, dass bei den Leuten irgendein Gefühl hervorgerufen wird dabei. Was dann wiederum diesen wahrgenommenen Raum auslöst. Und dann gibt es noch den gelebten Raum. Das ist etwas schwammig formuliert, auch von Lefebvre. Und zwar sagt er, dass in diesen gelebten Räumen die Räume angereichert werden vom Menschen durch Kultur, beispielsweise durch Symbole und Bilder. Also es ist eine Vermischung sozusagen von dem Erdachten und von dem wahrgenommenen Raum. Als letzte Methode, um mich dem Raum zu nähern, möchte ich, oder als letzte Brille, möchte ich die Brille der Dynamik des Raumes aufsetzen. Und das ist sicherlich auch ganz modern, da haben wir uns neulich drüber unterhalten, Dimi, überhaupt Dynamik, mit Dynamik kann man viel nachzeichnen und irgendwie herausfinden, wie sich etwas verändert. Und im Prinzip ist das genau das. Nicht abstrakt den Raum betrachten, sondern dynamisch. Es gibt offenbar eine andauernde Reproduktion von sozialen Formen in Räumen. Es gibt offenbar auch eine Reproduktion von materiellen Räumen, immer wieder. Die werden immer neu geschaffen und wieder abgerissen und so etwas. Es gibt auch Machtverhältnisse, die aufeinander bezogen sind. Wie verändern die sich? Das ist gerade in der Diskussion um öffentlichen und privaten Raum sehr interessant. Deswegen hatte ich am Anfang gesagt, dass man eigentlich auch säkulare Räume betrachten könnte. Beispielsweise ein Einkaufszentrum hat eine Hausordnung und es gibt irgend so einen Mall-Cop oder sowas. Also irgendwie so ein Sicherheitsmenschen. Gestern war Sonntag. Vorgestern war ich bei Rewe und da gibt's abends immer so einen Sicherheitstypen, der da steht. Mhm. Und ich habe das schon erlebt, dass der nicht alle reinlässt. Und natürlich würden wir nicht glauben, dass Rewe ist ein Supermarkt, liebe Hörer, weiß nicht, ob es den überall gibt in Deutschland, wir würden nicht glauben, dass Rewe ein öffentlicher Raum ist. Aber die Nutzung des Raumes, des Supermarktes, lässt einen schon vermuten, dass er irgendwie öffentlich ist, weil er so viele Leute und auch alle Leute da irgendwie reingehen. Das ist also dann eine Frage, wie verändern sich die Machtverhältnisse? Und wie ist das zum Beispiel bei Innenstädten, also Einkaufspassagen in der Stadt, die zum Teil auch von den Geschäften aufgekauft werden? Mhm. Und dann darf man da nicht mehr rumlungern. Aber man darf da auch dann keine politische Kundgebung machen. Ist also offenbar kein öffentlicher Raum mehr. All diese Veränderungen kann man mit der fünften Brille, Dynamik des Raumes, sehr gut beschreiben. Es ist auch ungeheuer facettenreich. Und damit bin ich dann auch sozusagen schon wieder bei einem Zusammenfassen dieser fünf Methoden. Nochmal, Körper, dann Dimensionen des Raumes, physisch, mental, sozial. Drittens, Beschaffenheit des Raumes, also Ausdehnung, das mit dem Simultanen, eine Anordnung des Raumes. Viertens, die Aspekte des Raumes, also sozialer Raum, wie kann man den verstehen? Und als fünftens, Dynamik des Raumes. All diese Sachen sind ungeheuer facettenreich. Wenn ich mir nun also einen zu großen Gegenstand vornehme, das will ich jetzt euch erzählen und auch den Hörern, was ich nämlich auch schon getan habe, dann verzettelt man sich enorm. Denn all diese einzelnen Sachen, die ich gerade erzählt habe, sagen wir mal, ich will Diaspora und Migration beschreiben. Und jetzt sage ich, okay, offenbar sind, was haben wir für eine Diaspora? Wir haben Sikhs in England, die zum Teil schon sehr lange in England wohnen. Ja, die beschreibe ich jetzt mal. Aber ich meine, schon allein nur mit dem Aspekt der Macht des Raumes kann ich ja schon Bibliotheken füllen. Also muss man sich vorsehen, was man überhaupt auswählt in der räumlichen Beschreibung. Und vorher, da habe ich jetzt heute nicht so lange drüber geredet, muss man sich natürlich überhaupt erstmal klar machen, was für einen Raum untersuche ich da. Den muss ich also auch erstmal mittels dieser Methoden abstecken und dann aber wieder auch mittels der Methoden untersuchen. Also habe ich es eher mit einem Körper zu tun. Wenn ich sage, ja, check, okay, ich mache also nur Körper. Dann sollte mich vielleicht der Raum, wo der Körper sich drin befindet, nicht interessieren, aber es geht nicht anders, als dass er mich auch interessieren muss, weil das natürlich wichtig ist. Ja? Das sind also enorme Schwierigkeiten, die da auf einen zukommen, wenn man sich der räumlichen Analyse bedient, um sozusagen Religionstopologie zu betreiben. Ja, das ist eigentlich schon so mein Input jetzt gewesen. Ziemlich kompliziert. Und vielleicht können wir jetzt noch auf so ein paar
Also ich habe dich schon was notieren sehen, Stefan. Mhm. Vielleicht könnt ihr auch noch Nachfragen stellen oder wenn irgendwas nicht verstanden ist. Ich kann auch noch viele Beispiele geben, weil ich jetzt halt inzwischen so viele Beispiele im Kopf habe. Ich mache das ja nun schon ein paar Jährchen, dieses Thema, und habe auch schon mal aktiv so eine Raumanalyse durchgeführt, indem ich an verschiedene Orte in einer Stadt gegangen bin und habe dann immer mittels dieser verschiedenen Methoden an einem Ort versucht, das durchzuexerzieren. Hab dann gesagt, okay, ich stehe jetzt gerade vor der Synagoge. Was hat die für eine zeitliche Ausdehnung? Muss ich rausfinden. Was kann ich rausfinden? Vielleicht ist da ein Grundstein von dem Gebäude irgendwo erbaut 1963. Super. Seitdem gibt es das. Habe ich schon mal rausgefunden. Und so weiter und so fort. Ich habe also immer diese Brillen aufgesetzt und das alles durchgeführt. Und da kommt man von Hölzchen auf Stöckchen. Und es dauert enorm lange. Aber ich finde es eben auch sehr reizvoll, was man dabei rausfinden kann. So. Mhm. Was ich notiert habe, habe ich mal irgendwie vor einiger Zeit selbst erforscht und auch zum Teil, auch das war auch alles tatsächlich vor Ort irgendwie nachvollzogen von mir. Und so habe ich mich damit beschäftigt, inwiefern es Kultkontinuitäten oder Kultbrüche an Orten gab und so. Und das nimmt einen Teilaspekt deiner Religionstopologie auf und ich habe das auch irgendwie als Religionstopologie verstanden. Und zwar in diesem Falle bezogen auf den einen Ort, ja, und zwar und auch da geht's irgendwie ganz viel um die Macht über diesen Ort. Mhm. Weil ich kann nicht kurz irgendwie drei Beispiele auflisten und da irgendwie anhand dessen mal kurz erläutern, was ich damit meine. Einmal, wenn wir uns in Athen den alten Hephaistos-Tempel anschauen, das Hephaistion, dann war das schon lange irgendwie, also 1500 Jahre vor Christi Geburt, ein Kultort, ja, irgendwie diesem Schmiedegott und so geweiht auf einem Berg über Athen und war immer ein Kultort und so weiter, war stark eingebunden in Zeremoniell und so weiter. Und nach der Christianisierung des hellenistischen Reichs hat man diesen Ort einfach nur umgewidmet, indem man das die Hephaistos-Statue rausgenommen hat und da einfach ein Kreuz hingestellt und ein Altar, ganz einfach. Der Raum ist also so geblieben. Der ist bis heute auch so geblieben, denn das ist dann wieder die nächste Kultkontinuität, dass das quasi eine christliche Kirche blieb. Das heißt, sogar der deutsche Kaiser war noch Anfang des letzten Jahrhunderts auch dort irgendwie, als er dann quasi Griechenland besuchte, wurde er dort empfangen. Da gab es die große Zeremonie, einfach weil das doch immer eine sehr wichtige Kirche für Zeremonien war. Also kann man sagen, das war also tatsächlich 3000 Jahre und länger immer derselbe Ort. Das heißt, auch immer dieselben Steine. Das heißt, wir haben also eine Dynamik, weil sich der Kult ändert, aber trotzdem irgendwie bleibt der Ort derselbe. Das ist bei der Hagia Sophia genauso. Ja, das war eine christliche Kirche, war die Hauptkirche Konstantinopels und so weiter, war ganz wichtig in diesem Monastery-Komplex mit der Hagia Irene zusammen und so. Es war quasi eine Riesenkirche, das hat der Konstantin auch so angestoßen, damals den Bau, und Theodosius später vollendet. War zeitweise die größte Kirche der Christenheit. Nach dem Sieg der Osmanen über Konstantinopel oder über das Oströmische Reich hat man als erstes diese Kirche umgewidmet in die größte Moschee und in die Hauptmoschee. Auch hier wieder irgendwie ganz klarer Bruch und gleichzeitig irgendwie eine Kontinuität von Kult. Erst Atatürk hat das nachher zu einem Museum gemacht und das heißt, heute hat man dort keinen Kultort mehr, nur noch eine Touristenattraktion. Interessant ist dann noch irgendwie als mein drittes Beispiel, das war die ehemalige Hauptkirche Moskaus, die Christ-Erlöser-Kathedrale, die haben Stalin und seine Gefolgsleute natürlich abgerissen, weil natürlich irgendwie als gute Kommunisten irgendwie gegen die Religion waren und wollten dort quasi ein neues irgendwie Denkmal für die Sowjets überhaupt und so bauen. Es hat nicht geklappt, man hat sich schlicht damit übernommen, weil man quasi die größte und wichtigste Kirche mit dem größten und wichtigsten Gebäude, aber säkularen Gebäude, quasi übertrumpfen wollte. Dieses Bauwerk kam nie richtig zustande, weil es einfach zu überdimensioniert auch für die Fähigkeiten und Möglichkeiten gebaut. Dann wurde halt irgendwie dann irgendwas da gebaut. Und tatsächlich wurde jetzt vor, ich möchte nicht lügen, ich glaube vor 9 Jahren das abgerissen und da hat Putin wieder das quasi eine exakte Replik der alten Erlöserkathedrale neu aufbauen lassen. Das heißt auch hier wieder ein Bruch von 80 Jahren, in dem es keine Kirche war. Und jetzt knüpft man wieder an die Tradition an. Und das heißt, dieser Ort hat immer noch dieselbe kultische Funktion wie schon vor 80 Jahren. Hat er jetzt wieder inne und so. Also das sind halt irgendwie, das ist quasi ein Aspekt von Religionstopologie, mit dem ich mich beschäftigt hatte.
Genau, und da sind wir auch schon mitten im Thema. Dann. Genau, und den ich einfach auch nur nochmal als quasi als Beispiel auch aus meiner Erfahrung anbringen wollte, weil es auch nochmal ein bisschen einige deiner Aspekte aufgreift, eben die Dynamik und gleichzeitig auch Kontinuität eines Ortes irgendwie dort zu beschreiben. Du hast jetzt halt auch eine Sache gesagt, die mir gut gefallen hat, woran man sich auch aufhängen kann, und zwar, es sind immer noch dieselben Steine. Ja, also zumindest. Und das ist dann ist nämlich so. Die Frage. Offenbar, du hast dann, ich benutze jetzt deine Worte, der Ort hat sich verändert, würde man so im Umgangssprachlichen sagen, aber es sind immer noch dieselben Steine. Und wenn man sich einfach nur auf diese beiden Dinge einlässt, da kann man auch schon viel zu schreiben. Mhm. Und es ist dann auch sehr interessant, finde ich, was man dabei rausfinden kann. Da kann man in tiefen Archiven wühlen, wie die Leute damals darüber nachgedacht haben, was sie abreißen, was sie nicht abreißen. Mhm. Überhaupt ist es, glaube ich, in Europa sehr interessant, wenn man auch Archäologie betreibt bei Kirchen, in welchem zeitlichen Rahmen wurden Kirchen überhaupt erbaut. Mhm. Teilweise hat sich ja der Stil auch verändert. Das heißt, man hat Statuen, die sehen irgendwie altmodisch aus, und dann gibt es plötzlich irgendwas Geschwungenes und die sehen halt irgendwie weiblicher aus oder sowas. All das kann man dann auch daran nachvollziehen. Und dann kann man wiederum gucken, was gab es für eine Religionspolitik damals in der Zeit, wer hatte da die Macht und so. Jetzt habe ich am Anfang auch vergessen, das müsste man auch nochmal klarstellen, da gibt es auch viel Dissens. Wir haben jetzt Wörter benutzt wie Raum und Ort. Mhm. Eine Kommilitonin damals, als ich den Vortrag in Marburg gehalten habe, aus der Schweiz, schlug vor, das Wort Städte zu benutzen. Da habe ich auch länger drüber nachgedacht. Ich finde es eigentlich auch ganz okay. Es gibt auch von Udo Tworuschka ein Sammelband, der heißt Heilige Stätten. Sicherlich haben die auch darüber nachgedacht, was sie jetzt nun für ein Wort nehmen. Es ist etwas kompliziert. Jeder wird etwa empfinden, dass es einen Unterschied zwischen Raum und Ort gibt. Der Einfachheit halber habe ich in meinen Texten oder auch überhaupt in meiner Forschung, die ich dazu betrieben habe, das erstmal immer definiert und habe gesagt, Ort ist im Prinzip eine geometrische Koordinate, also im Raum. Das heißt, ich kann ihn mit x, y und z beschreiben, diesen Ort, und auch die Ausdehnung, während Raum wesentlich komplexer ist als Wort. Und da muss ich dann immer dazu sagen, ich meine sozialen Raum oder ich meine die Zweiraumwohnung oder sowas, ne? Also dann hat man auch immer, man muss immer den Kontext herstellen bei Raum, während ich der Meinung bin, dass man das bei Ort erstmal auch lassen kann. Aber man muss halt immer gucken, wie beschreibt man das genau. Ne? Mhm. Ich finde, dass, wenn man sich unterhält, so wie wir das jetzt gerade tun, ist es eigentlich immer relativ deutlich, was gerade gemeint ist. Aber natürlich muss man genau aufpassen, was man sagt. Gerade, wenn ich jetzt so die Beispiele nehme, wenn es um Körper oder um tatsächlich abgeschlossene materielle Räume oder um soziale Gruppen geht oder sowas. Mhm. Da muss man dann immer genau beschreiben, was mein ich jetzt für einen Raum. Allein der Begriff Topologie bringt ja auch schon ein Problem mit sich. Wir benutzen dann halt das Griechische. Aber was macht man da eigentlich? Ne? Auf Englisch wird das dann spatial genannt. Ne? Also räumlich. Das ist ein ganz anderes Wort als auf Deutsch. Da kann man sich dann auch lange ausfransen. Ne? Also ich empfehle den Hörern, auch während wir das hier sozusagen besprechen, vielleicht können wir gleich nochmal auf ein, zwei Beispiele einfach eingehen und die schnell durchexerzieren. Das würde ich eigentlich ganz gerne noch machen, bevor wir dann mit dem Thema schließen. Nehmt euch, wenn ich das dann ins Internet gestellt habe, auch diese Methoden vielleicht vor. Die kann man ja währenddessen auch angucken. Denn ich glaube, wenn man es nicht sieht, ist es etwas unübersichtlich, dass man halt auf diese Methoden dann eingeht. Und überlegt euch bei diesen Beispielen, was könnte man für eine Methode wählen und wie sieht das dann aus? Grundsätzlich bedeutet es immer, wenn ich mir irgendein Phänomen vornehme, ich gehe mal wieder zu diesen Fragen zurück, die ich am Anfang hatte, das muss ich erstmal umfangreich beschreiben. Ich muss entweder dabei sein und eine umfangreiche Ethnographie erstellen, ganz viel lesen dazu zu dem Thema, historische Beschreibungen vielleicht heranziehen. Also es ist sehr aufwendig. Ich hatte mir noch eine Frage notiert, verorten wir den Papst in Rom? Ja, was nehme ich jetzt für eine Methode? Mhm. Und verorten ist ja noch ein bisschen komplizierter. Und da sieht man wieder,
Papst in Rom, ja, vielleicht lebt er dort in der Stadt überwiegend. Aber die Bedeutung des Papstes geht natürlich über Rom hinaus. Und indem bestimmte, wie sagt man, Merchandise-Produkte vom Papst auch gern auf der anderen Seite des Ozeans verkauft werden, müsste man gucken, vielleicht gibt es jemanden in Brasilien, der ein Bild vom Papst Johannes Paul II. Vielleicht noch zu Hause stehen hat und das gerne ansieht. Dann haben wir es vielleicht eher mit einem mentalen Raum im Zwiegespräch zwischen dem Gläubigen und dem Papst vielleicht zu tun. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht verdammt, dass ich den Papst irgendwie als quasi Heiligen stilisiere, aber das ist so die Frage. Was könnte man da anwenden? Dann, was ich ganz interessant finde, weil es sehr klein ist, hatte ich euch im Vorgespräch schon gesagt, die Mezuzah. Mezuzah aus dem, ja, ist ein Brauch aus dem jüdischen Bereich. An Eingangstüren wird ein kleines Röllchen befestigt, ein Torah-Röllchen. Das ist meistens in so einem Glaszylinder oder sowas, also geschützt eigentlich. Das befestigt man etwa in Schulterhöhe am Türrahmen. Und wenn man ins Haus eintritt, dann berührt man das. Ja, und was bedeutet das denn eigentlich, dass man das berührt? Und was ist das eigentlich für ein Ding? Und ist das heilig? Und warum hängt man es gerade auf die Höhe? Und gab es das schon immer? Und wie hat sich das verändert? Und was ist, wenn ich es einfach oben an die Tür hänge? Ist das verboten? Dann hat man wieder diesen Machtaspekt. Also all diese Fragen kann man stellen. Und ja, als letzte Empfehlung, also die Kim Knott aus England, von der habe ich auch viele dieser Methoden übernommen und ich habe mal bei ihr ein Seminar besucht, in dem wir das auch umfangreich diskutiert haben, diese ganzen Sachen. Ich habe das jetzt sozusagen so sortiert, dass man es vielleicht etwas besser verstehen kann und einiges sind auch meine Erfahrungen dabei. Sie selbst hat in ihrem Buch in der ersten Hälfte diese Methodik beschrieben und sich dazu Gedanken gemacht und auch noch einen sehr umfangreichen historischen Teil des Raumes präsentiert, wie, also was gibt es für Raumphilosophien in den letzten 100 bis 1000 Jahren, denn man kann das ja unterscheiden. Und dann hat sie das aber auch angewandt. Und was hat sie genommen? Sie hat die linke Hand genommen. Und sie hat dann hinterher gesagt, der Raum des Buches hat nicht gereicht. Allein die linke Hand, wenn man die durch verschiedene Kulturen durchexerziert und betrachten möchte, was es bedeutet, was bedeutet eigentlich, dass es die linke Hand ist und nicht nur eine Hand. Und so, das wird dann ganz umfangreich. Und deswegen hat sie mir damals empfohlen, und somit will ich die Empfehlung auch aussprechen, möglichst kleine Gegenstände zu nehmen. Denn man kommt sonst, wie ich schon sagte, vom Großen aufs Kleine, aufs Kleinste, und dann muss man eigentlich allem nachgehen. Trotzdem finde ich es sehr hilfreich. Und es macht eben Spaß. Meine persönliche Motivation kann ich noch kurz nennen. Ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit damit, habe auch einiges in meiner Magisterarbeit damals verwendet und das kommt auch in meiner Promotion vor. Also damit beschäftige ich mich. Räume und mein Thema ist eigentlich das Pilgern und diese variablen Räume, Pilgerräume oder so. Ziemlich kompliziert und ich bin da auch teilweise noch unschlüssig und manchmal denke ich, ich hätte wieder einen ganz guten Zugang gefunden. Und plötzlich denke ich dann, ach nee, das passt ja doch nicht. Also es ist sehr kompliziert. Aber es macht Spaß. Und nochmal letzter Satz, eine Empfehlung. Man kann es auch gut für säkulare Phänomene benutzen. Für öffentlichen Raum, für privaten Raum, für den Rewe-Supermarkt, wo er kriegt 7 Euro die Stunde, schlecht bezahlter Sicherheitsmann vorne steht und den Leuten Einlass oder auch eben nicht Einlass gewährt. Da kann man das auch ansetzen, was dieser Raum eigentlich bedeutet vom Supermarkt. Ja. Habt ihr jetzt noch Fragen? Ansonsten, ich habe versucht, viele Beispiele zu geben, sodass man immer irgendwie genau gucken kann, auf was bezieht sich das eigentlich. Ich habe mal vor 2 Jahren habe ich in der Schule unterrichtet und hatte eine 12. Klasse im Religionsunterricht, die aber dann im Rahmen des eigentlich eher Philosophieunterrichtes
habe ich mit denen Religionswissenschaft gemacht, sozusagen. Was sind Themen der Religionswissenschaft? So ein paar kleine Themen. Und ich konnte es dann natürlich nicht lassen und wollte auch auf dieses Thema des Raumes eingehen und habe gleich als Anfangsfrage gestellt für die Schüler, ob ein Stadion ein heiliger Raum sei, ne, ohne jetzt Großwörter wie heilig oder sowas zu hinterfragen. Und dann entbrannte eine ziemlich heftige und umfangreiche Diskussion. Ja, nein, vielleicht nicht, vielleicht doch, aber, und wenn man dann sich so ein bisschen überlegt, und das haben die Schüler auch ganz gut geschafft, dann kommt man so drauf, naja, vielleicht doch, aber vielleicht nicht, und was ist denn eigentlich, was zeichnet den denn eigentlich als so einen besonderen Raum aus, das Stadion? Und dann so ein Bild von Gabriel Batistuta gezeigt, dem alten argentinischen Fußballspieler, der sich immer bekreuzigt hat, wenn er auf den Platz rannte. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, ein Stadion scheint wohl vielleicht kein heiliger Ort zu sein, aber vielleicht das Spielfeld. Und so kommt man dann immer weiter. Und an euch Zuhörer da draußen, die ihr vielleicht, bei einigen weiß ich es ja, auch in der Schule unterrichten, das kann man auch ganz gut benutzen mit Schülern, denn es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Man muss halt nur immer gute Beispiele finden dafür. Und ja, ich... Wenn ich nochmal studierte, würde ich das bestimmt auch gerne mal als Hausarbeitsthema nochmal nehmen oder so. Ich glaube, das ist sehr erfolgsversprechend, weil man da viele Ergebnisse haben kann. Man findet viel heraus und ist dann hinterher unbefriedigt, weil es nicht, weil man nicht alles machen kann. Aber so ist das ja immer. So. Alles machen können werde ich auch nicht bei der DVRW-Tagung. Nächste Woche. Ja. es klappt dann ja auch immer nicht so, wie man das wollte und so wie heute auch. Ich denke, dass wir auch nicht mehr allzu lange auf die DVRW-Tagung eingehen. Ja. Nicht nur, weil ich leider nicht fahren kann und die mir ja sowieso nicht fährt, sondern also quasi nur Markus der einzige RW-Pod-Beauftragte in Göttingen sein wird. Sondern schlicht, weil wir auch schon uns ganz schön wieder mit der Zeit nach hinten gezogen haben. Wir geloben da auf die Verbesserung. Versuchen beim nächsten Mal einfach tatsächlich irgendwie in ein Korsett von einer guten halben Stunde zwei Themen unterzubringen. Ja, genau, das wäre gut, wenn wir das schaffen. Also, falls ihr Hörer auch zur DVRW-Tagung kommt, sprecht mich dann an. Ihr erkennt mich an meiner Stimme. Oder falls ich auch irgendwie mal einen Flyer verteile oder so, das könnte ja passieren. Ich habe schon herausgefunden, dass zumindest Lukas aus Frankfurt auch kommt. Den werde ich also treffen, falls ihr Lukas aus Frankfurt kennt. Nachnamen werden hier nicht gesagt. Nein. Also wir fragen ja, müssen ja sonst vorher fragen. Dann könnt ihr euch über ihn orientieren. Ich werde auf der DVRW-Tagung sein, auch glaube ich vom ersten bis zum letzten Tag. Mal gucken, wann ich da ankomme. Vielleicht sind wir auch in der gleichen Unterkunft. Nach langem Hickhack und hin und her und kostengünstigen herumsuchen, penne ich jetzt in irgendeinem Studentenwohnheim in einem Mehrzweckraum. So sieht es zumindest aus. Vielleicht aber auch irgendwo in einem tatsächlichen Zimmer eines Studentenwohnheims. Das würde mich freuen. Jedenfalls bin ich aufgerufen worden, Schlafsack und Isomatte in ganz alter Manier, fast so wie beim Symposium, mitzubringen. Und ich war ja sogar willens, in der Jugendherberge zu übernachten, aber da war halt nichts mehr frei. Ja, Pech gehabt. Mhm. Ja, also wenn ihr da seid, freuen wir uns drauf. Es gibt da ganz schön viel zu erkunden und viele Vorträge anzuhören. Vielleicht gehe ich auch nochmal in einer der nächsten Folgen dann nach der DVRW-Tagung drauf ein, was ich da so erlebt habe. Ja, genau, du kannst uns ja mal berichten, wie das genau, war. Genau, würde ich dann machen. Und ansonsten bis zur nächsten Folge, oder wie? Haben wir noch irgendwas zu sagen? Nö, bis zum nächsten Mal. Genau. Nächste Folge, nächstes Mal. Genau. Religion und Museum wird das eine Thema und das andere? Das andere Thema wird Exodus-Religion sein. Okay, cool. Freue ich mich. Ja, ich auch. Ich möchte endlich was über das Museum lernen. Also ich bin schon richtig gespannt. Gut, also dann auf Wiedersehen und Hören vor allem. Wiedersehen auf der DVRW-Tagung, wieder hören im Internet. Tschüss. Tschüss.